Nach dem relativ ruhigen Wochenauftakt am Montag, der dann doch noch ein paar kleine Gewinne im DAX mit sich brachte, werfen wir nun mal einen Blick auf das, was uns am Dienstag erwartet. Denn da stehen doch ein paar relevante Konjunkturdaten mehr auf dem Programm. Es geht bereits los um 10 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Da kommt nämlich der IFO-Geschäftsklimaindex, der ja durchaus eine große Bedeutung für die Marktteilnehmer besitzt. Und dieser wird mit 107,1 Punkten erwartet für den Monat August. Im Monat Juli lag er ja bei 106,2 Zählern. An der Börse ist es ja immer wieder entscheidend, ob die Erwartungen, die die Analysten vorher hegen, am Ende erfüllt oder gar übererfüllt oder sogar enttäuscht werden. Und das werden wir morgen beim IFO-Index erneut überprüfen. Dann haben wir um 15 Uhr einen wichtigen Indikator vom Immobilienmarkt in den Vereinigten Staaten von Amerika hier auf dem Zettel stehen, der sogenannte Case-Shiller-Hauspreis-Index, der in der Tat wirklich ein wichtiger Einflussfaktor ist. Auch übrigens die Teilnehmer am Rentenmarkt achten besonders stark auf diesen Datensatz. Und darüber hinaus haben wir um 16 Uhr noch das Verbrauchervertrauen des Conference Board in den Vereinigten Staaten von Amerika hier für den Monat August. Das wird mit 79,6 Punkten erwartet, nachdem es im Vormonat noch 80,3 Punkte waren. Das Verbrauchervertrauen in der größten Volkswirtschaft der Welt ist besonders entscheidend natürlich für die Einzelhandelsumsätze, denn ich erinnere immer wieder daran, dass der Einzelhandel in den USA maßgeblich ist für zwei Drittel sogar des gesamten Bruttoinlandsprodukts in den USA. Und insofern hat natürlich die Neigung der Verbraucher selbst einen ganz großen Einfluss darauf und wird hier als wichtiger Indikator sehr stark wahrgenommen.